Herzlich willkommen in Lillis Welt. Heute gibt es endlich wieder ein Haus-Update von uns. Es geht so richtig ins Eingemachte. Wir haben unsere Kündigung bei unserem Vermieter eingereicht, was bedeutet, dass wir spätestens im August hier raus sein sollen. Und deswegen geben wir volle Möhre Gas auf der Baustelle. Wir haben jetzt gerade Pfingstferien und da wir auch zwei Kinder haben, haben wir uns überlegt, was machen wir da bloß, dass wir möglichst effektiv sind, und wir haben unsere Kinder nach NRW zu unseren Eltern gebracht, damit wir beide richtig reinhauen können, und wir haben jetzt schon 2 Wochen richtig fleißig reingehauen auf der Baustelle, und was wir alles so geschafft haben, was bis jetzt alles so passiert ist, das erzählen wir euch, das zeigen wir euch. Viel Spaß mit diesem Video. Unser Haus wurde endlich zu Ende verputzt. Das sieht richtig schön aus. Und ich finde, das macht richtig viel aus, wenn das Haus fertig verputzt ist. Wir mussten da die Putzhöhen angeben. Also sprich, bis wohin soll der Putz überhaupt gehen? Weil je nachdem, wie man später den Garten gestaltet, kann es ja sein, dass man nochmal Erde vom Haus wegnimmt oder Erde ans Haus dran schüttet. Und da muss man sich vorher schon genau überlegen, wie soll es später aussehen. Wir wissen leider bis heute nicht, wie unser Garten aussieht, deswegen haben wir jetzt mal grob die Putzhöhe angegeben, die wir auch vertraglich vereinbart haben, und jetzt sind wir erstmal glücklich damit. Von außen ist das jetzt einfach fertig und es sieht von außen wenigstens so vollständig aus, ne? Dass man irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl hat von, oh, das ist ein fertiges Haus. Wenn man reinkommt, sieht es natürlich noch nicht so fertig aus, aber dass es von außen fertig ist, macht schon mal voll viel aus, finde ich, und uns gefällt es richtig gut, ne? Ja. Nachdem die Fußbodenheizung verlegt wurde und der Boden nochmal gedämmt wurde über der Fußbodenheizung, ja, das ist wichtig, da kommt nochmal eine Schicht drauf, ist der Estrich draufgekommen. Also die Arbeit ist richtig gut gelaufen. Das ist so ein Estrich, der sich automatisch selbst nivelliert. Der Boden ist richtig schön glatt. Hin und wieder guckt mal ein paar Pickelchen raus, die muss man irgendwie wegschleifen. Aber die Arbeit ist richtig gut gemacht. Jetzt betreten wir das erste Mal unser Haus auf richtigem Boden. Und? Können wir drauf laufen? Ja. Der Estrich ist drin. Crazy. Boah, das fühlt sich voll gut an. Der E-Strich. Der E-Strich, würde der Schwabe jetzt sagen. Aber wir sagen Estrich. Schön. Und als der Estrich dann drin war, dann wurde die Heizung angemacht. Und wir waren, glaube ich, 2 oder 3 Wochen jeden Tag nur drin, um zu lüften, 3-mal am Tag. Und das war eine Bullenhitze, du, das sage ich euch. Da konnten wir nichts anderes machen, als einfach nur zu lüften, die Feuchtigkeit von den Fenstern wegzuwischen. Also für die Männer vielleicht ganz interessant, die Heizung, die verbaut wird von Keitel, von Alpha Innotec, die ist so gemacht, dass da ein Programm drin ist, das den Estrich stufenweise aufheizt in diesen 3 Wochen und dann stufenweise wieder die Temperatur fallen lässt. Und unsere Heizung ist so effizient gewesen, dass sie kaum Strom, zusätzlichen Strom nutzen musste, sondern nur über die Luft-Wärme-Austausch die meiste Energie aufbringen konnte, um das da so richtig heiß zu machen. Es war wirklich heiß im Haus. Jetzt aber so, dass vom Klima jetzt schon im Haus richtig gut ist, also es ist gerade richtig heiß draußen, es ist angenehm kühl drinnen. Wenn es draußen richtig kalt ist, ist drinnen angenehm warm. Also wir finden das jetzt schon richtig toll. Und dieses Heizprogramm ist nicht nur dafür da, dass der Estrich trocknet, sondern dadurch dehnt sich der Estrich auch einmal richtig aus und zieht sich danach nochmal richtig zusammen. Das Heizprogramm ist wichtig, um quasi später Rissen vorzubeugen. Hand aufs Herz, welche Arbeit mochtest du so gar nicht und bist jetzt richtig froh, dass du es geschafft hast? Ja, die ganzen Verbundplatten an die Wand kleben. Beim Trockenbau ist das so, man unterschätzt das. Aber es gibt immer noch eine Ecke, die gemacht werden muss. Ich habe jetzt fast die ganzen 2 Wochen jeden Tag irgendwas mit Trockenbau gemacht bei uns im Haus. Wir machen jetzt die letzten Trockenarbeiten. Uns fehlen nämlich noch ein paar Platten. Hier zum Beispiel im Treppenhaus. Jetzt kann man es besser sehen. Genau, und das ist richtig kompliziert. Genau, da macht es Marvin so, dass er die Gipskartonplatten erstmal ausmisst und dann hier diese Treppenstufen reinmachen muss. Da, wo hier jetzt hier noch Lücken sind, also zum Beispiel hier ist das super schwierig mit diesem Winkel, da macht er dann noch so, sag mal schnell, einfach Spachtelmasse rein. Hier wird es auch noch spannend, wie wir das hier hinkriegen. Hier müssen wir wahrscheinlich mit Kleber so ein bisschen andicken, weil hier so verschiedene Ebenen sind. Hier und da und da. Das ist jetzt so ein bisschen eine ekelhafte Arbeit. Und ich bin richtig stolz auf dich, Schatz, dass du das so gut machst. Echt.
Du machst es richtig klasse. Super, geil. Super, ganz super. Genau, und dann haben uns halt noch hier diese Stücke noch gefehlt. Die oben, die haben wir jetzt noch ausgelassen gehabt, weil wir keine Zeit hatten. Und das Wichtige war ja, dass die unteren alle fertig sind für den Estrich. Marvin hat es jetzt aber auch schon hier, wie ihr seht, alles vorbereitet und ausgemessen. Und dann kleben wir das heute Nachmittag alles hier einfach drauf. Und wenn wir mit den Trockenarbeiten fertig sind, dann fangen wir endlich an zu spachteln. Und das wird ein Spaß, du. Das sage ich euch, das wird richtig witzig. Ich habe so richtig gar keinen Bock drauf, aber das werden wir sowas von rocken, Leute. Der Treppenflur ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Die Duschen, dann gibt es spezielle Ecken im Haus, die noch gemacht werden müssen. Ich finde Trockenbau eigentlich schön, weil man im Trockenbau schnell Ergebnisse sehen kann. Aber das ewige Zuschneiden und Ausmessen und dann bricht dir mal eine Platte vielleicht auch, weil du nicht vorsichtig warst. Oder es ist auch so, bei uns unser Betonkeller hat unterschiedliche Wanddicken gehabt. Da musste also zum Beispiel im Treppenflur viel ausgeglichen werden durch den Gipskarton. Und da muss man halt da so viel Kleber drauf machen, da werden die Platten so schwer, das ist echt heftig, die dann überhaupt noch an die Wand zu bringen. Also braucht man 1 bis 2 zusätzliche Leute, um Trockenbau richtig hinzukriegen. Genau, aber gestern hat Marvin es endlich geschafft. Trockenbau ist fast beendet. Wir haben nur noch den Durchbruch zwischen unserem Haus und der Einliegerwohnung. Ja. Den Durchbruch, den müssen wir ja noch zumauern und dann kommen da noch 2 Gipskartonplatten drauf. Aber wir haben gesagt, wir lassen so lang wie möglich offen, weil es sonst ein bisschen zu kompliziert ist, immer irgendwie außen rum zu laufen, um in die Einliegerwohnung zu kommen. Ja. Deswegen bis zum Verputzen lassen wir auf jeden Fall die Wand noch offen und dann kommen nur noch diese 2 Platten dran, aber die sind ja auch schon ausgemessen, das heißt, wir müssen die nur noch dran kleben. Ja. Also wir sind echt froh, dass diese Arbeit beendet ist und ich nicht mehr alleine spachteln muss und du mir endlich helfen kannst. Und da wären wir auch schon beim Thema Spachteln. Ich bin schon richtig fleißig dabei. Ich habe das davor noch nie in meinem Leben gemacht. Du machst das richtig gut, Schatz. Dankeschön. Du bist ein geborener Spachtelkönig. Nein, ich bin kein geborener Spachtelkönig. Du machst das richtig gut. Ich bin schon seit 2 Wochen am Spachteln und mein Handgelenk tut richtig weh. Und ich freue mich jetzt einfach, wenn Marvin dazu stößt. Und in solchen Momenten denke ich mir so, boah, zum Glück haben wir nicht noch ein größeres Haus gebaut. Manchmal habe ich ja gedacht, wir haben so ein kleines, süßes, schnuckeliges Häuschen. Ist es nicht ein bisschen zu klein oder so? Und in solchen Momenten, wo wir so spachteln müssen oder keine Ahnung, Trockenbau, da denke ich mir so, wenn wir jetzt noch 50 Quadratmeter mehr hätten, dann müssten wir noch mehr spachteln. Oder bin ich irgendwie doch froh, dass unser Haus ein bisschen kleiner ist, ey. Meine verehrten Damen und Herren, ich zeige euch heute, wie man ein Gewebe in diese Rille reinbaut. Heißt, wir haben hier schon einen ersten Spachtelgang gemacht in allen kleinen Rillchen und jetzt sind immer diese Stöße da und dann muss man ja so ein Gewebeband einbauen und das hat der Marvin mir gerade erklärt, wie es geht. Und ihr seid live dabei, wie ich das zum ersten Mal in meinem Leben mache. Zuerst fülle ich die Lücke, ne Marvin? Eigentlich muss man immer von unten nach oben spachteln, damit die Spachtelmasse nicht runterfällt. Spachteln ist eigentlich wie Torte machen. So, mein erstes Gewebeband ist drin. Marvin, bist du mit mir zufrieden? Ja. Ja, schon okay. Schon okay, ne? Gut für den Anfang. Ich dachte, ich könnte schon viel früher mit Spachtelarbeiten anfangen, aber wie gesagt, der Trockenbau hat so viel Zeit jetzt in Anspruch genommen und dann musste ich ja in der Einliegerwohnung noch auch die Decken verputzen mit Amirgewebe. Dafür habe ich jetzt auch nochmal 2-3 Tage gebraucht. Das war auch echt krass. Also über Kopf armieren und verputzen ist auf jeden Fall nicht ohne, aber ich habe jetzt geschafft und dann bin ich richtig stolz darauf und ich weiß noch, ich finde das wichtig, euch zu sagen. Es gab auch einen Rückschlag. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal probiert habe, diesen Putz da oben dran zu kriegen. Ich habe nicht gemerkt, dass es irgendwie zu flüssig war. Es ist mir alles auf den Kopf gefallen. Es sah aus wie so eine Vogelscheuche, die vollgekackt war von oben bis unten, weil der ganze Putz nochmal auf mich drauf gefallen ist. Und ich war so frustriert. Ich dachte so, wie kriege ich jetzt da oben dran und wie soll ich es machen? Aber YouTube macht es möglich. Dann habe ich mir 2-3 Videos angeguckt und habe es am nächsten Tag genauso mal probiert und dann ging es. Ja, Mann, ich habe mir auch so viele YouTube
YouTube-Spachtel-Videos angeguckt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal sowas angucken werde. Ne? Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig froh, dass wir uns endlich für alle Böden entschieden haben und auch schon bestellt haben. Wir werden in den Schlafzimmern Teppiche haben. Unseren Parkettboden haben wir schon lange bei uns im Keller schon gelagert. Aber auch die Belege für das Badezimmer. Achtung, wir werden ein Haus bauen ohne eine einzige Fliese. Aber dazu gibt es bald auch ein Video, da könnt ihr gespannt sein, wie wir das machen. Ja, wir haben alles eingekauft, geplant und Marvin war derjenige, der alles berechnen musste, weil ich kann überhaupt nicht rechnen. Schatzi, wie war das für dich? Genau, also musst halt hinsetzen für ein, zwei Stündchen mal alle Wände durchrechnen. Du musst durchrechnen, wie viel Meter brauchst du von den Ecken und so weiter. Ja, es war schon ein bisschen was. Und da musst du, ja, es geht mal hin mit einfacher Mathematik, 5., 6. Klasse. Und das unterschätzt man auch, einkaufen, da muss man sich wirklich Zeit für nehmen. Also wirklich Zeit nehmen, die Dinge angucken. Dass auch bei uns mindestens einen Tag für drauf gegangen, nur um Böden auszuwählen. Bin ständig nur online Dinge nach am Bestellen, Werkzeuge, die mir plötzlich fehlen, Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe, dass ich die eigentlich brauche. Oder immer fast jeden Tag nochmal im Baumarkt Sachen kaufen. Da muss man richtig gut planen, aber ich merke, die beste Planung hilft nichts, weil du am Ende merkst, du brauchst doch irgendwie Sachen, mit denen du nicht geplant hast. Also immer mal Geld auch auf Seite haben und am besten in der Nähe vom Baumarkt wohnen. Das ist eigentlich das Allergeilste. Schatz, wie sieht das aus bei uns mit Müll? Wie ist das gelaufen bis jetzt? Genau, davon haben wir euch ja noch gar nichts erzählt. Okay, am Anfang haben wir uns überlegt, einen Container klarzumachen. Der würde uns ungefähr so 1.200 € kosten. Und dann haben wir uns aber dazu entschieden, den Müll selber zu trennen und den Müll selber zu entsorgen und immer zur Mülldeponie zu fahren. Ja. Am Anfang dachte ich, oh Mann, das ist echt viel Arbeit. Aber wir sind richtig dankbar dafür, dass wir uns dafür entschieden haben. Denn, ja, ich habe, keine Ahnung, einmal in 2 Wochen das Auto von mir, wir haben so eine alte Karre, die wir halt für die Baustelle benutzen, habe ich ein paar Mal voll gemacht. Und wir haben bis jetzt ungefähr so 500-600 € ausgegeben für Müll. Das heißt, wir haben eine Menge gespart, weil wir den Müll selber getrennt und entsorgt haben. Ja. Und es war auf jeden Fall eine coole und richtige Entscheidung. Ja, aber man muss ja bewusst sein, wenn du den Handwerkern dann einen Container hinstellst, bedeutet das, die schmeißen alle Müll einfach da rein. Du hast gar keinen Überblick mehr darüber, was wandert noch da rein, was nicht. Auch Holz und so weiter. Also man kann da wirklich viel sparen. Dadurch, dass kein Container stand, hatte ich das Gefühl, dass die Handwerker auch sauberer gearbeitet haben. Also nicht wirklich jeden Rotz da einfach hingeschmissen haben. Ja. Aber wir hatten sowieso coole Firmen, fand ich. Also ich finde, alle Firmen haben bis jetzt ihren Müll immer weggeräumt oder irgendwie ein bisschen zusammengestellt. Es gab keine Firma bis jetzt bei Keitel, die einfach ihr Zeug einfach liegen gelassen hat. Und da habe ich auch schon andere Baustellen erlebt, wo das schlimm gewesen ist. Also die haben wirklich, waren immer alle sauber, haben ihr Zeug zusammengestellt. Du hattest einen guten Überblick darüber, was hast du, was musst du wegfahren. Ja. Und bis jetzt sind wir gut damit gefahren. Und das Holz verbrennen wir halt immer. Sitzt man draußen, macht ein Feuerchen. Genau. Wie geht es uns? Emotionalen Check, wie geht's uns? Wie fühlen wir uns? Wie ist es für uns? Also mir geht's eigentlich gut. Es ist halt richtig schön, dass alles, was man baut, für einen selber ist. Also ich mache das jetzt nicht mehr für meinen Vermieter oder für eine Firma oder so, sondern das ist wirklich für mich. Und irgendwie ist man da einfach motiviert. Man will es ja auch fertig kriegen und man sieht das Ergebnis. Ja. Klar ist man körperlich auch am Limit, aber uns geht's eigentlich soweit gut. Eine Sache, die mich ein bisschen nervt, ist halt zu wissen, okay, ich muss danach auch wieder arbeiten gehen, auch wieder Vollgas. Also man hat irgendwie wenig Zeit, mal durchzuatmen, dass der Körper runterkommt. Aber man weiß ja trotzdem, es ist ja nur für eine gewisse Phase auch. Ja. Und dann kommt man danach schon irgendwie wieder zur Ruhe. Ja, also mir geht's gut eigentlich damit. Und ich bin halt jetzt viel mit meiner Frau gerade zusammen, was auf der einen Seite auch voll schön ist, aber auf der anderen Seite nerven wir uns manchmal auch so ein bisschen. Aber eigentlich haben wir uns lieb. Genau, und ich finde es auch schön, dass wir mal zu zweit einfach Zeit haben, genau. Genau, wir sind jetzt das erste Mal im Leben so lange alleine ohne unsere Kinder. Wir haben die noch nie so lange weggegeben und wir vermissen unsere Kinder richtig hart. Und wir haben uns ja vorgenommen, Schatz, vor der Bauphase, dass wir, egal wie stressig es wird, es schaffen, jeden Tag miteinander zu reden und uns abzudecken, wie es uns geht. Ja. Und würdest du sagen, dass es uns gut gelingt? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir können gar nicht anders, wir labern sowieso jeden Tag. Mir geht's auch gut, ich bin auch nur platt und fertig, aber es ist halt so, langsam kommt immer mehr so dieses Gefühl, oh, das ist jetzt fertig, wir sind bald hier drin, das wird bald unser Zuhause. Das ist ein richtig schönes Gefühl, finde ich, ne? Und Marvin hat uns jetzt schon so einen Garten gebaut aus Paletten und hat so immer abends nach dem Feierabend, alle sind schon eigentlich platt, also alle sind wir zwei, und Marvin baut dann irgendwie noch einen Tisch
und genau, und Zaun und macht uns da so ein bisschen so eine gemütliche Ecke heute. Ja, man hängt da ein Filter ab, man will es auch schön haben. Ne? Genau, heute bringen wir da auch ein paar Pflanzen hin. Genau, so richtig Baustellenromantik, ne? Dass wir uns auch da wohlfühlen, weil ich meine, wir werden jetzt den ganzen Sommer da verbringen und deswegen machen wir uns da ein bisschen schön. Genau, also wir sind happy, dass wir so langsam, aber sicher auf die Zielgerade zugehen. Ja. Und uns geht's gut und wir freuen uns auf die Fertigstellung von unserem schönen, süßen, schnuckeligen Häuschen. Genau. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder am Start seid in Lilis Welt. Bis dahin, peace!